Hey, willkommen, mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Broforce. Oh, schön. Ja, was in der letzten Folge passiert ist, müssen wir nicht erklären. Wir gehen jetzt einfach zu Kapitel, Level, Chapter, was auch immer, 7. Wenn dieses Land etwas hasst, dann die Freiheit, glaube ich. Zeigt ihm, warum sie zieren. Warum wir vielleicht oder vielleicht noch nicht recht haben. Ja. Wie gesagt, letzte Folge muss nicht erklärt werden. Zeugs ist in der Luft geflogen. Leute sind gestorben. Ich darunter. Ach ja, die haben ja schon mal angefangen. Und ich bin ja nicht weitergekommen. Gut, dann. Perfekt. Lass mal gucken, wie das Spiel funktioniert. Ich habe schon wieder eine Woche nicht gespielt. Ich glaube, mit vielen geschieht man. Ah, ich hab recht. Melee, Kreisgranaten, ne. Ja, mit eins von Flexen. Okay. Er zwei kann man ausschließen. So, ja. Irgendwie erstmal wieder an den Testosteron, ja. Den Testosteronschub gewöhnen, den dieses Spiel mit sich bringt. Amerika! Oh, achso, Bombe. Ich wollte erst hingehen und aufsammeln. Zum Glück habe ich nicht. Ja, ups, ah. Weiß nicht, was ich mache, aber es hat funktioniert. Oh, es trifft die Hunde da. Verdammt, es trifft die Hunde. Oder auch nicht. Dann stirb eben so. Irgendwie kann man auch rennen, ne? L1, okay. Ich muss darüber. Wie soll ich darüber kommen? Oder hat du mich tötest? Achso, okay, da. Ist gar nicht weit gekommen im letzten Mal. Aber ich kann mit der Kettensäge angreifen. Irgendwie Sinn, ne? Ah! Warte mal, da ist ein Leben irgendwo. Will ich haben. Ronan the Barbarian. Hey Gott, ist halt auf einmal laut. Okay. Noch eine Schwarzenegger-Rolle. Habe ich doch gesagt, hat hier viele vorkommen. Da habe ich mir gedacht. Okay, warte. Hey, wie weit kann ich damit angreifen? Was macht Kreis? What? Okay. Ich hätte irgendwie Angst, kann ich beim Aufladen mich überhaupt festhalten? Ich weiß nicht, riskieren sollen. Aber ich muss mich mal aufladen, das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Das sind Probleme führen und da war wieder. Und tschüss. Oh, ach so, ja. Habe ich jetzt übersprungen. Aus Versehen. Ich habe nur jetzt zwei. Ich wollte gucken, ob ich vom Hubschrauber was angreifen kann. Ich muss ja noch ausprobieren alles. Go! Okay. Ach, Indy. Ich meine, Brindy. Brondy. Brindy. Ja, was? Ah, was? Hat mich da getötet? Ich habe doch da eine Flagge aufgesammelt. Ah, nee. Bringt nichts. So, Robocop. Hört schon jemanden von hier aus? Also, ich treffe die. Ich werde jetzt aufhören, alles zu explodieren. Ich weiß, das ist so ein. Ach nee, das ist ein Minen. Deswegen bin ich geschaut, da war ein Minenfeld. Nehmen wir aufhören, alles zu explodieren. Das ist irgendwie so ein Trend in diesem Spiel. Die wollen doch nicht, dass ich hier mit Strategie dran gehe, oder? Ah, warte, schon wieder weiter. Eine blöde, unterfallende Granate. Gestorben. Oh Gott.
Und die beiden wieder, okay. Fertig. Wer ist er? Hör auf damit. Auf damit zu explodieren, ohne dass ich was damit zu tun habe. Oh jawohl. Uff. Was? Oha, der hat schon wieder passiert. Nein, nein, nein. Der jetzt eine Granate. Ist er gut? Mein Gott. Immer auf die offizielle Seite irgendwie mal so eine Beschreibung von diesem Spiel angeguckt. Perfectly destructible everything. Sehr gut, ne? Ja, das kann Bro 3. Diese blöden Granaten. Nein, ich schon wieder. Mann. Ich werde die ganze Zeit durch so blöden Granaten, die fallen lassen im letzten Moment. Wo ist das nochmal? Hier, wo ist das? Nein, nein, nein. Oh, okay. Oh, okay, oh nein, ist ein Minenfeld. Oder auch nicht. Was? Okay. Wo ist das? Darunter? Nein! Wieso ein... Ah! Also kann man nicht auch irgendwie runtergehen? Warte mal hier. Wo ist das? Wo ist das Mainfeld? So. Was? Nehmen wir das ganze Sicherheit an. Also ganz locker hier runter. Jetzt auf die Seite. Hey, was? Pff. Was ist das? Was ist das? Nein! Start. Nein. Start. 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 So. Okay, er ist auch gut. Er will Smith vor. Die tun jetzt irgendwann wieder einen Schuss abgeben. So einen Schuss, der mich wieder tötet. Ich kann das doch. Mr. Enderbro. Dich, dich. Puff. Puff, puff. Puff, 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 puff. Sehr gut. Puff, puff, puff. Boah, wurde ich davon getroffen? Nein! Geht einfach da lang. Verdammt, geht nicht. Mann! Könnt ihr mal aufhören, diese blöden Dinger die ganze Zeit zu hinterlassen? Ja, super. Na, ja, noch eh, nee. Ich ja nicht so gut zu steuern ist. Alter! Der war doch schon tot! Mhm. Auf damit! Hinterlassen nach ihren Tod so ein blödes Ding. Oh Gott. Ich dachte, ich würde da ganz runtergehen. Geil, 10 Minuten und wir haben noch nichts geschafft, außer diese eine Level. Gibt's doch nicht.
Nicht zielsuchend. Nö. So, oh mein Gott. Wunder, warum wir andauernd Explosionen sind. Die hinterlassen alle blöde Bomben, wenn sie falken. Da. Ja. Was da? Nein, schon wieder. Kann ich mal da runter? Warum wird das auf einmal so schwer? Kann nicht sein. Nein, nicht schon. Ja. Flieg und Sieg. Hey, ja, ja. Kürzung. Nein. Ich glaube zwar nicht, dass die mich töten, aber man wird ja nicht riskieren. Was geht ab? Was geht ab? Oh mein Gott. Muss nur jetzt hier niemand verrecken. Alter. Ja. Bei der Macht von Conan der Barbar, was zum Bronan der Barbar, meine ich natürlich. Er kommt durch die Wände. Oh Gott. Ich habe Öl trinkt, aber okay. So, ich glaube, bis hier bin ich nur gekommen, ne? Alter. Ich glaube nicht mal, er will um mich schlagen, weil die ganze Zeit die Leichen zeigen. Und verdammte Dinge sind hinterlassen. Bomben. Ja auch. Save. Okay, ich save dich. Oder ist was? Ist mir so. Jetzt nicht mehr. Ich erkenne jemanden, der schießt. Sehr gut. Wir machen Fortschritt, effektiven. Ausgezeichnet. Ah, echt? So einer? So. Mache ich jetzt mit dem. Was geht ab? Hätten wir nicht mal so weiter Attacks. Und da ist der Teufel, Fragezeichen. Ich nicht so dran nehmen. Okay, dann nehme ich. Tschüss. Was? Der Hubschrauber ist in der Luft geflogen. Was? Und da kommt er schon wieder. Was? Dieses Gebiet wurde befreit. Gut, okay, ist gut. Alter, da war ein Level. Und die davor auch. Ein bisschen. Wann wird das schwierig, das Spiel?
Hast du Flagge erreicht ohne Probleme, sehr gut. Da kommt irgendjemand. Mega Cock da, was? Overcompensate much? Immer sagt mir, ich sollte vielleicht nach oben gehen. Ich geh einfach mal so schnell wie möglich nach oben. Ja, ich glaube, ich sollte nach oben gehen. Irgendwie, weiß ich nicht. Oh Gott. Den würde ich gerne behalten. Oh, ja, eine blöde Schuss, ne? Immer direkt. Und töten. Jetzt ganz schnell. Weiter. Ich renne jetzt erstmal so schnell wie möglich. Aber ich habe den nicht so Schaden gemacht. Deswegen nehme ich mal an. Kann er noch nicht Schaden machen. Ein paar Leute am Leben lassen, ich weiß. Vielleicht gibt es ja noch Flaggen und so. Boah. Wäre aber nervig dann. Vielleicht kann ich den ja. Versuch mal den abzuschießen. Nee, ich kann dir keinen Schaden machen bis jetzt. Deswegen nehme ich mal an. Ich muss erstmal flüchten. Mein Gott, der legt einen Zahn zu am Ende noch. Lass mich flüchten, so. Aber bitte, kann ich jetzt gegen dich kämpfen? Nee, ich glaube nicht. Immer noch flüchten, oder? Nein, Hilfe! Was? Ich sehe schon. Nein, ich möchte nicht gegen den fliegen. Nein, ich habe den gerade erledigt. Das gibt's doch nicht. Ich fange von neu an. Ah, sehr gut. Wow, super. Puff, 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 puff. Diese blöden, wie die einen Schuss abgeben, da dreht mich so auf. Oh, super. So, komm her. So macht man das. Ja, diese Schilde sind auch Gegner, aber Alter, ah. Ich bin jetzt nicht so auf den Nerven. Alter, ich krieg ja nichts getroffen, weil die blöden Typen mir mal dazwischen sind. Schlitz! Sehr gut. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Oh mein Gott, das war heftig. Level abgeschlossen, ne? Ja.
Amerika. So. Ach, schaffe ich doch nie im Leben jetzt. Egal, gucken wir mal. Bla bla bla, unsere bla 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 interessieren bla bla bla. Gerechte militärische Intervention. Auf geht's. Bedrohungsmeter Kirsche, was ist mit diesem Bedrohungsmeter? Okay. Okay. Obligatorische Roboter, Roboter. Helikopter-Szene oder Helikopter. Soll ich dann den Titel schreiben? Versus Hello Helikopter. Hello Kitty, was? Wollte ich doch jetzt echt sagen. Wie Amerika. Geht mir schon wieder ab. Oh, ich glaube, ich bleib hier draußen. Geht gerade so schön ein. Du brauchst so ein MG, ja? Ich bin der Terminator und du nicht. Vielleicht sind da überall oben so Flaggen, wo ich spawnen kann, wenn ich sterbe. Ich bestimmt Probleme krieg am Ende. Oh, keine Sorge, mein Bro, ich rette dich. Oh, Checkpoint, sehr gut. Ich rette euch, meine Bros. Wie habe ich das überlebt? Ah, oh, das ist wieder. Was? Dann fliegen die so hoch. Oh, du brennst, das tut mir leid. Nicht. Sind ganz schön viele Bros hier. Ah. Mach mal so. Wir müssen Explosion mit Explosion töten. Oh Gott. Macht mir das überhaupt Schaden? Ich glaub ja, ne? Oh Gott. Säcke, ja. Satt. Ich schaffe mir die Level ja noch. Okay. Einfach schießen. Schießen und rennen. Schießen und rennen. Na, funktioniert doch, sag ich doch. Nein, schon wieder wurde der Hubschrauber abgeschossen. Absicht oder passiert da zufällig? What's up? Soll ich jetzt hier ein Schild machen? Versuch mal einen Schnelldurchlauf hier durch. Oh, verdammt. Aus dem Weg. Für Mr. Ender, Bro. Vielleicht klappt's ja. Ich dachte, ich war schon am Ende. Nein, da war er doch sogar. Ich hätte ihn nur töten müssen. Na warte, das krieg ich noch hin. Das glaubt mal ihr. Das krieg ich hin, ey. Das glaubt mal. Nein, da war. Boah. Bin ich eigentlich verscheuert. War das eigentlich so tot an? Ich glaube, ich tue zu strategisch an die Sachen, an die ganzen Level herangehen. Ich muss einfach nur schießen, du Blöder. Oh, komm schon, ich habe das vorhin zweimal geschafft. Muss mich nur wohl auf den Arm nehmen. So, jetzt mit dem Kettensäge einfach durch. Verdammt.
Stirb, Teufel! Nein, das gibt's doch nicht. Und da ist er sogar noch aufgetaucht. Ich krieg das hin. Da haben wir uns noch einen Kompagnon. Tschüss. Nein! Raus hier! Was? Die Strategie funktionierte echt. Ich krieg die Krise. Okay. Dieses Level machen wir aber in der nächsten Folge von Let's Play. Oder? Ja. In der nächsten Folge von Let's Play Bro Force. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.